Die zweite Mannschaft von TuSPO Surheide hat das 49. Finale im Wettbewerb um den Wanderpokal der Nordsee-Zeitung gewonnen. Der Kreisligist aus Bremerhaven setzte sich im Finale vor rund 400 Zuschauern in Wedel mit 2:0 gegen den FC Geste 06 durch. Timo Peters hatte die Surheider in der 34. Minute mit 1:0 in Führung gebracht. Der FC Geste war in der zweiten Halbzeit zwar drückend überlegend, versiebte aber auch die besten Chancen. Pech hatte das Team aus der Stadt Geestland zudem mit einem Pfosten und einem Lattentreffer. Für die endgültige Entscheidung sorgte bei hochsommerlichen Temperaturen dann Arthur Trojas in der 4. Minute der Nachspielzeit, als er einen Konter eiskalt zum 2:0 abschloss. Im Endspiel um die KSB-Plakette hatte zuvor der FC Lune 3 mit 4:3 gegen den TSV Sivan 2 gewonnen.